Schatz. Aufstehen. Wir sind schon wieder so spät. So, Nachthemd weg. Es ist schon so spät. So, Nachthemd weg. Da ist fertig. Kaffee. Geht gleich weiter. Ladegerät weg. So, davon mache ich immer jeden Morgen so circa, ich glaube 6 Stück sind das. Aber ohne Kaffee läuft ja nichts, ne? So, ich habe rosane Socken an. Macht aber nichts, denn ich ziehe sowieso Stiefel an. Dann ist es schon wieder arschkalt draußen. Gestern war es so schön und jetzt ist es schon wieder arschkalt. Habe ich jetzt auch noch was zu trinken bei der Arbeit? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann mir besser auch noch irgendwas machen. Wir müssen wieder hin, ne? Mhm. Haben wir das schon mal gehabt jetzt? Welche Sorte ist das? Orange Mandarin. Also meine Lieblingssorte ist schwarze Johannisbeere. Habe ich nämlich gestern gedacht, egal, weil ich nehme die sowieso mit. Du, nochmal in aller Ruhe, guten Morgen. In aller Ruhe, guten Morgen. Wie geht's dir? Er gibt mir keine Antwort, ob seine Rückenschmerzen besser sind. Hier ist gleich was los. Meine Rückenschmerzen. Dann gib mir keine Antwort. Besser oder nicht besser, das kannst du da doch eben sagen. Da geht dich gar nichts von an. Da geht dich nichts von an. So, heute Morgen gibt es eigentlich nichts Besonderes. Wir liegen relativ gut in der Zeit. Ich habe sogar noch einen Wäscheständer abgenommen. Ein Ständer Wäsche. Ein Wäscheständer abgenommen, ich wollte gerade sagen. Ein wo hast du den denn abgenommen? Mehr gibt es, glaube ich, jetzt im Moment gar nicht, ne? Die Sonne ist doch da. Ja, durch dieses Wölkleingeflecht mal gucken, was das heute wird. Und heute um 2:30 habe ich frei. Ich freue mich. Hm. Super. Aber dann muss ich kochen heute. Dann gehe ich lieber arbeiten. Ich weiß nicht, wie manche Leute... Wenn ich sehe, Hobby, wenn da bei Leuten steht Hobbys, kochen, kann ich nicht verstehen. Kochen ist für mich Arbeit. Ich finde das sehr anstrengend und nervig. Dreckig. Es sei denn, man ist Koch und hat seine Angestellten, die danach die Küche sauber machen. Dann ist das was anderes. Du glaubst doch wohl nicht, dass ein Koch komplett für alles angestellt hat. Aber in richtig so einem Sternehotel, was weiß ich, in so einem Heiti-Taiti-Schnieke-Ete-Petete-Laden, da ist... kocht und dann hat er Feierabend und geht nach Hause und lässt die Küche komplett dreckig. Das glaube ich schon. Nee, das glaube ich für dich weniger. Ja, aber warum? Das ist doch dann seine Arbeit. Er ist Koch und kein... Ein Kfz-Mechaniker muss sein Werkzeug ja auch wieder aufräumen und alles sauber machen danach. Das gehört ja auch zu seinem Beruf. Oder ein Friseur muss danach ja auch die Haare aufhegen. Nee, das machen die Azubis. Eben, die Azubis. Aber das werden dann ja auch Friseure. Und dann heißt es immer, Frauen können nicht einparken. Mensch, Schatz, was hast du jetzt gemacht? Und nun willst du so abhauen mit deinem kleinen pinken Körbchen? Du? Das war eine Frau, die da reingefahren. Du kannst doch nicht einfach dem da reinfahren und dann einfach abhauen. Ich kann abhauen, was das ich will. Das geht doch nicht. War das eine Frau, die denn da reingeparkt ist? Sicher? Ja, klar. Warum? Woher weißt du das? Mann würde doch so eine Tür nicht lassen. Das lässt er nur, um seine Frau zu quälen, damit sie es immer wieder sieht. Und dann klebt man die einfach mit Klebeband zu. Ja, wir sind jetzt schon seit einiger Zeit wieder zu Hause.
und Mama Nordlicht musste sich ja genau die gleichen Klamotten bestellen, die ich mir bestellt habe, ne? Da lächelt sie, ne? Aber das so, macht mir ja nichts. Schlimm. Das darfst du auch ruhig. Ne? Ne? Ich bin ja froh, dass du da bist, ne? Ja. Und das auch das gleiche anhast. Twins. Wir müssen uns bloß absprechen, dass wir uns nicht bei der Arbeit da, dass wir da gleich mit den gleichen Klamotten ankommen. Ich ruf dich morgens an. Nee, schreiben kannst du mir. Ja, oder ich schreib dir, ob du das, was du anhast. Ja. So, Platz hier. So, und ich werde gleich dieses Gericht versuchen. Ja, gleich in 2 Stunden. Aber den Salat werde ich gleich schon mal machen. Das sieht sehr lecker aus. Rindersteak mit Wir wollen den Frühling Kartoffelsalat. Warte, ich muss den anderen Zellen haben. Großen? Jetzt noch für die paar Teile. Wollen wir überall lassen. Moment. In the Drucker war Papier, in the Faxgerät. Oh, very good. Dankeschön. Ach so, ich räume das gleich weg, wenn du weg bist, ne? Mhm. Jetzt geht die Sonne wieder weg. Ich habe noch mal beim Augenarzt angerufen, noch bestimmt 5-6 Mal, aber da nimmt keiner ab. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Ich hatte gestern einen Augenarzttermin eigentlich. Und den wollte ich absagen. Und da war die ganze Zeit besetzt. Oder ist es keiner rangegangen? Jetzt habe ich die nicht abgesagt. Ich kann es nicht ändern, wenn die nicht rangehen. Das ist aber immer so, ne? Ja, da musst du, was weiß ich, wie oft durchrufen. Warte, Kartoffeln habe ich, Zwiebeln habe ich. Olivenöl könnte ich mitbringen, habe ich glaube ich nicht mehr. Olivenöl. Steaks, dafür nehme ich Schnitzel. Es ist 4:15. Ich habe den Haushalt soweit fertig, habe mir jetzt gerade eine Latte gemacht und wollte gerade eben die ganzen Sachen schön zusammensuchen für das Essen. Das wollte ich ja schon vorbereiten, den Kartoffelsalat wollte ich ja schon machen. Und dann sehe ich, dass dieses Schmand, was da eigentlich mit rein sollte, dass das fehlt. Jetzt musste ich alles wieder umschmeißen, habe alles wieder weggeräumt und muss jetzt heute Abend dieses Gericht machen. Jamies kinderleichte Tomaten-Tagliatelle mit Spargel, Basilikum und Parmesan. Sieht ja eigentlich auch ganz gut aus. Aber ich hatte mich schon so sehr auf diesen Salat gefreut. Und jetzt kann ich den nicht machen. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Aber naja, dann machen wir das morgen. Ich habe ja morgen Nachmittag auch frei. Um 2:30 habe ich schon frei. Es ist so wunderschön. Aber so ein Nachmittag, der geht auch so schnell vorbei. So, und dann werde ich jetzt mein Latte trinken. Ich wollte noch irgendwas. Deswegen bin ich gerade nochmal wieder zurück. Aber fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Und ja, Fernseher bleibt aus, denn ich brauche jetzt echt meine Ruhe. So, der kleine Maulwurf ist auch wieder da. Die Soße habe ich jetzt schon fertig und die Nudeln sind noch lange nicht fertig. Auch 2 Minuten. Ja, aber das hat ja noch nicht mal gekocht, das Wasser. Da ist auch viel zu viel Wasser drin gehabt. Das sind ja frische Nudeln. Und die müssen ja nur eben ins kochende Wasser und du hast da 8 Liter oder so aufgesetzt. Ich bin kein Koch. Wenn ich eins hasse, dann ist es Kochen. Ich mag das einfach nicht. Das ist nicht meine Welt. Also, habe ich gerade schon gesagt. Lieber gehe ich arbeiten als kochen. Lieber gehe ich arbeiten als koche ich. Aber wenn ich koche, ist die Küche sauber. Guck mal, auf dieser Seite ist nichts dreckig. Dort. Was? Toll. Ja, ist doch schön, oder nicht? Sehr toll. Sehr toll. Aber die schmeckt gut, ne? Wolltest du auch was trinken? Was wolltest du denn? Ich habe mich vergriffen. Ich habe Krombacher Radler alkoholfrei geholt. Obwohl ich mir mal einen Radler gönnen wollte. Das mache ich ja ab und zu mal. Und jetzt habe ich alkoholfrei, aber das will ich gar nicht trinken. Ich mache mir Tri-Top. Was willst du? Egal. Auch Tri-Top? Egal. Ich trinke auch das Krombacher Radler alkoholfrei. Trinke ich nachher mal probieren. Aber du sagtest doch, das schmeckt nicht.
Was nicht. So, guten Appetit, ne? Guten Appetit. Was willst du denn machen? Bist du denn für ein fleißiger Handwerker? Es scheint der Papier. Gerade Feierabend, jetzt gehst du schon wieder nach draußen. Ja, noch scheint die Sonne nicht. Jetzt scheint der Papier. Viel Spaß. Jetzt denn los. Erst Sonne und dann Regen. Jetzt fängt an zu regnen. Scheiße. Jetzt kannst du nicht weitermachen. Ja. Die Küche ist aufgeräumt und ich mache mich jetzt mit meinem Latte Macchiato auf den Weg. Hallo, sieht aus, als ob du da drinnen sitzt. Und nur dein Kopf guckt raus. Mhm. Miau. Ja, und ich wollte jetzt ein Video für euch bearbeiten. Damit werde ich wohl 2 Stunden beschäftigt sein. Und dann lege ich. So lange habe ich dich hier jetzt auf. Ja, ich habe. So. Und los geht's, würde ich mal sagen. Oder wolltest du das für mich machen? An Moors. Nein, ich mach das schon. Mir macht das ja Spaß. Also ich muss sagen, dass mir das mehr Spaß macht. Was guckst du denn schon wieder bei Bauer da? Hemden? Ja, stimmt. Die sind nicht das, was ich suche. Ich habe vorhin ganz andere gesehen. So, leider muss ich mich jetzt ungeschminkt zeigen. Aber wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt mit dem Video gucken, dann schafft ihr das auch noch. Hier willst du noch eine. Wie nennen die Dinger sich? Du sag ich das Ding nicht wie, da steht nichts drauf, ne? Brotsticks. Brotsticks. Wir haben ja nichts zu schlickern zu Hause und jetzt hatten wir gerade so einen Bock auf irgendwas und die haben wir mal geschenkt bekommen, aber die schmecken nicht. Und ich sitze hier, es nach nichts sieht hier heute Abend alles ein bisschen mager aus. Diese komischen Stangen, dann Krombacher Radler, alkoholfrei. Ja, komm. Komm schon. So, es ist jetzt schon 22:30. Und wir sagen, wie immer, Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja. Auf jeden Fall habe ich das Video geschnitten. Das hat ungefähr 2 Stunden, wie gesagt. Meistens dauert es immer so 2 Stunden gedauert. Und nun schalten wir von einem Programm zum anderen. Und ich gehe jetzt, glaube ich, ins Bett. Tschüss. Tschüss.